Grüß Gott, lieber Aufrufer, hier ist die Lichtgeschwindigkeit Nummer 846. So hoch war ich noch nie. Heute Montag, 21. Februar. Ich möchte etwas sagen zur arabischen Welt und speziell zur Situation in Libyen in diesem Moment. Ich habe gerade die Nachrichten gehört, nochmal im Deutschlandfunk. Und es scheint dort ganz unmäßig sich zu entwickeln. Gaddafi. Hierzu muss man eben wissen, also ich bin da überhaupt nicht originell, aber ich sage es nur mal, um Anknüpfung zu bieten in diesem kurzen Beitrag meiner Kritik. Gaddafi ist sozusagen ein Alleinherrscher mit seiner Familie. Das Land Libyen hat sehr viel Öl, Erdöl, und gerade speziell Deutschland importiert aus Libyen einen erheblichen Anteil, 20%, 30% des in Deutschland verbrauchten Erdöls aus Libyen. Dann ist es so, dass die Gesellschaft in Libyen arabisch, historisch gesehen, eher nomadisch ist. Das sind Wandervölker in Stämmen. Also das ist nicht wie die Hunnen oder wie die Mongolen oder irgendwie die Eskimos, sondern das sind Stämme, Stammeskultur. Und diese verschiedenen Stämme haben sozusagen eigene, traditionell begründete politische Gemeinwesen. Es ist bis heute gelungen, dem Gaddafi, der sozusagen ein moderner Despot ist mit Militärgewalt, diese Stämme so weit zu koordinieren, zu sonorisieren, dass er die in seinem Land integriert hat. Und er hat dazu sogenannte Sicherheitskräfte, das ist das, was ich dem Freier Theodor von Beust auch unterstelle, mit der Berufsbundeswehr, Berufskiller. Es ist jetzt folgendes, ich lese das mal hier vor aus der Neuen Zürcher Zeitung vom Wochenende. Libyens Osten weiter in Unruhe. Also das ist noch nicht der schlimme Stand von heute, wo sie hunderte von Leuten massakriert haben, sondern das ist von Freitag vermutlich rückwirkend, also vom Wochenende. Al-Baida außer Kontrolle. Im Osten Libyens haben am Freitag die Proteste gegen das Regime Gaddafi angedauert. Nach Angaben der Exil-Opposition war die Stadt Al-Baida weiterhin nicht unter Kontrolle der Regierung. In einer Trauerfeier mit Tausenden von Teilnehmern wurden dort unter kritischen Slogans 14 Opfer, Frühherrat, Zusammenstöße beigesetzt. In der Nacht waren Parteilokale und Polizeifahrzeuge in Brand gesteckt worden. Die Regierungskräfte zogen nach diesen Angaben am frühen Donnerstag Verstärkung von Söldnern heran, die mit scharfer Munition direkt in die Menge feuerten. Die Demonstranten wollen einige dieser Söldner, die kein Arabisch verstanden, festgenommen haben und so weiter. Ich will sagen, es sind dort schwarzafrikanische Killer engagiert, die sind sozusagen die SS von Gaddafi. Das ist die Situation heute. Und wir als Vasallen von solchen Ölstaaten wie Libyen können gar nichts machen. Und das ist ja die Frage, ob wir nicht doch etwas machen können. Und da ist jetzt unsere Situation in Deutschland. Wenn ich unsere Fußnotenthemen mir angucke, dann sehe ich, dass gar keine Seele mehr frei ist, dass die Leute mit der Politik gar nichts zu tun haben und die sagen, ja, was sollen wir mit Arabien? Wir haben ja die Talkshow, in der Sarrazin und Hendrik Broder uns eine Qualität zeigen, wie, jetzt komme ich zu dem, was ich gerade vergessen habe, den Leserbrief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es sind Blüten, die ja alle geistige Ausströmung sind. Diese Blüten sind alle auch Ausdruck, ja, des geistigen Zustands, der geistigen Dynamik in Deutschland. Und ich kann nur sagen, mein Leserbrief, ich weiß, dass er hier drin ist, also werde ich ihn auch finden, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute. Aha, so. Montag, 21. Februar, ich weiß, dass die Kamera das gar nicht auflöst, aber trotzdem Briefe an die Herausgeber Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und da hat hier unten rechts jemand geschrieben. Also ich finde das blödsinnig, aber die bringen das ja nicht ohne Grund hier. Es sind alles Leserbriefe zu dem Simulanten der US-Marionette Gutenberg. Überschrift, die Überschrift macht immer der Leserbriefredakteur, also der Chef der Seite. Ganz großartig. Zum Plagiatsvorwurf gegen Verteidigungsminister zu Gutenberg. Doppelpunkt. Großartig haben Sie das gemacht, ganz großartig. Endlich sind alle unbequemen Politiker durch die Medien beseitigt. Erst Köhler,
dann Sarrazin und demnächst Gutenberg. Meinen Glückwunsch. Ich, in Klammern, 62 Jahre alt, wähle von nun an, nicht zu fassen, die Piratenpartei. Vielen Dank, Ausrufungszeichen. Meine Güte, sowas drucken die ab. Das dient natürlich nur dazu, zum Beispiel die Piratenpartei, wenn man sie dann mal erwähnt, herabzuwerten, weil alleine Köhler und Gutenberg als irgendwie Widerstandskämpfer oder unbequeme Politiker hinzustellen, zeugt ja von Vollblödheit. Tut mir leid, ich nenne auch den Namen nicht, Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute. Also, was in Libyen sich abspielt, das sieht ganz böse aus und es sieht so aus, als wenn dort die Profikiller von Gaddafi aufs Ganze gehen. Das heißt, sie haben nun auch keinen Ausweg mehr. Der Gaddafi kann abtreten und dann nach Riad, nach Saudi-Arabien gehen. Da wollen sie ihn sicher nicht haben. Mit anderen Worten, der wird entweder umgebracht oder es werden Tausende von Leuten in Libyen auf der Straße fertig gemacht. Und so sieht es aber nicht aus, dass das praktikabel ist. Denn es hat schon der Chef von der Erdölproduktion gesagt, Gaddafi, stopp mit der Gewalt. Es sind Juristen, Ärzte und so weiter in Libyen auf die Straße gegangen, demonstrieren, stopp Gaddafi. Und ich glaube, dass das eine Situation ist, die ist sozusagen ungeschickt und wirklich unmenschlich zu verantworten von Gaddafi. Das wird denen den Kopf kosten. So, das tut mir nun wiederum sehr leid, weil das nicht das Ziel der Politik sein kann. Also Libyen ist auf der schiefen Ebene und da sieht es aus, als würde es keine Auflösung mehr geben.